Am 13. Oktober soll nun ein chinesisches Dorf verschwunden sein. Viel mehr als diesen Text auf Yahoo gibt's nicht und die amerikanischen Boards sind voll davon. Es existiert lediglich eine Wackelkamera eines Amateurfilmers. Viel mehr ist nicht zu sehen von dem Ganzen. Bei Vorgängen solcher Art sollte man nicht davon ausgehen, dass die öffentlichen Medien davon berichten werden. Auf vielen Kanälen aus den USA wird nun vermutet, dass es sich hier um einen UFO-Zwischenfall handelt. Und wer sich ein wenig auf die Suche begibt und mal nachrecherchiert, wie blaues Licht zu erstellen ist in der Atmosphäre, wird auf Pyrotechniker-Seiten finden, dass es doch ein sehr schwieriges Unterfangen ist, blaues Licht herzustellen. Mit Zerreisen im reinen Sauerstoff könnte sowas möglich sein, aber wie viel Zerreisen hat man denn da, wo das Dorf gestanden hatte? Schwefel macht auch eine blaue Flamme, aber wie viel Schwefel ist da gewesen, wo das Dorf gewesen ist? An den Polarlichtern kann man sehr gut erkennen, wie Stickstoff und Sauerstoff verbrennt. Wenn Sauerstoff verbrennt, dann wirkt es grünlich und wenn Stickstoff verbrennt, eher rötlich. Ich habe dann auch irgendwo gelesen, dass Sauerstoff sehr wohl bläulich verbrennen kann, allerdings unter höchster Temperatur. Also muss irgendetwas eine große Energiemenge dort freigesetzt haben, wo das Dorf gestanden hatte. Das über eine längere Zeit, denn dieses Amateurvideo geht über mehrere Minuten. Die Fähigkeit, hohe Energiemengen über weite Entfernungen zum Einsatz zu bringen, muss nicht unbedingt etwas mit Außerirdischen zu tun haben, das können Menschen heute schon. Wie hier zu sehen an den bunten Wolken auch wieder in China, kurz oder 30 Minuten vor dem Erdbeben, wo sich die Wolken färbten, als wenn es ein Regenbogen wäre, aber ein Regenbogen sieht nun anders aus und geregnet hatte es dort auch nicht, wie die trockenen Straßen zeigen, wo der Bus steht. Das mit der blauen Erscheinung am Ort, wo das passiert sein soll, ist das eine. Der andere Hinweis ist natürlich, dass ein ganzes Dorf verschwunden sein soll. Und das erinnert mich an einen chinesisch-russischen Grenzkonflikt Ende der 60er Jahre. Bezüglich dieses Themas ist nicht sehr viel im Internet zu finden, aber gerade diesen Sommer hatte ich noch mit einem gesprochen, der aus der DDR stammt. Und er meinte, dass damals zwei chinesische Divisionen spurlos verschwunden sein sollen. Das wären an die 40.000 Mann. Der Konflikt war von der Brisanz wie die Kuba-Krise und Mao kalkulierte eiskalt Nuklearschlag ein, wobei natürlich sehr viele Menschen sterben würden. Aber das war Mao egal. Vielleicht hatte die UdSSR, das heutige Russland, etwas ganz anderes gemacht damals. Schließlich hatte damals schon die Volksrepublik China ebenfalls Atomwaffen und zur Not hätte man auch mit Atomwaffen antworten können. Den einzigen Hinweis, welche Waffen dort damals zum Einsatz gekommen sind, bieten die Leichen. Diese Leichen hier, die sind sehr wohl verbrannt. Aber die Filzstiefel, die sind noch dran. Die müssten ja bei einer Laserwaffe, die damals diskutiert wurde, auch verbrannt worden sein. Also muss es etwas anderes gewesen sein, aber auch eine Strahlenwaffe. Dass die UdSSR, das heutige Russland, schon damals über diese Art von Strahlenwaffen verfügte, ist hinreichend bekannt. Sura nannte sich das Projekt und neben Woodpecker sind das eben solche Anlagen, die wir heute als HAARP bezeichnen oder IceCat oder wie die Namen auch alle sind. Es ist dieselbe Art von Waffen, die schon Anfang der 70er Jahre zur Verfügung standen, vielleicht sogar noch ein bisschen früher. Nikita Khrushchev hatte Nixon einmal gedroht, wir können euch beerdigen. Und das war Anfang der 70er Jahre. Und offensichtlich ging das damals schon. Das war also kein leeres Versprechen. Heute sehen die Anlagen etwas anders aus, aber Russland ist gespickt mit solchen Anlagen, genauso wie andere Staaten auf dieser Erde. Genauso wie Brasilien, Australien und. Und seit geraumer Zeit sieht man eben diese sogenannten Norwegen-Spiralen. Und dann wird immer wieder erzählt, das seien Raketen, die in ein Loch hätten. Eine Rakete, die ein Loch hat, explodiert. Die ist gefüllt mit 6-atomigem Sauerstoff, die fliegt in die Luft. Ja, sowas kann eine Rakete nicht hervorrufen. Diese sogenannten Norwegen-Spiralen sind allerdings kein neues Phänomen. Bereits 1988 wurde das in China genauso festgestellt und offensichtlich wird das auch in den chinesischen Medien diskutiert, wie hier zum Beispiel an den Fotos zu sehen. Nur hierzulande weiß keiner was davon. Diese Phänomene werden überall aufgezeichnet, wie hier zum Beispiel von einer Wetterkamera. Diese Kamera ist nach Westen ausgerichtet. Das ist in Kanada und westlich von Kanada liegt Alaska und dort befindet sich HAARP. Und dass HAARP tatsächlich sowas hervorrufen kann wie Atombombenexplosion oder Explosion mit der Gewalt von einer Atombombe, das ist hier deutlich zu erkennen. Und das ist mit Sicherheit kein Fake, denn die Ausformung des Kreises in der Tropopause zeigt sehr genau das Verhalten einer Explosion in der Höhe, wie auch bei der Atombombe. Ich halte es also durchaus für möglich, dass
ein Dorf verschwinden kann durch diese Hartwaffen. Und auch diese Hartwaffen sind eben diese Waffen, die fähig sind, hohe Energie an einem Ort zu konzentrieren und so eben auch diese Blaufärbung hervorrufen, die an dem Ort zu sehen war, wo das Dorf gestanden hatte. Bis hierhin erstmal, ich wünsche euch alles Gute, gehabt euch wohl.